Die Quelle der Werre befindet sich im Horn-Bad Meinberger Ortsteil Wehren. Das Dorf liegt im Lippischen Bergland auf 245 Meter Normalhöhe über Null. Es handelt sich nicht um eine gefasste Quelle, sondern vielmehr um den Zusammenfluss einiger kleiner Rinnsale, die fast unsichtbar in den Sumpfgebieten in unmittelbarer Nähe der Quelle entspringen. Direkt an ihrer Quelle ist die Werre nicht einmal einen halben Meter breit. Einige Kilometer weiter, wenn sie den Kurpark von Bad Meinberg erreicht, ist sie zu einem stattlichen Bach angewachsen. Sie durchfließt jetzt das Silvaticum, einen westlich des Bad Meinberger Stadtzentrums gelegenen Landschaftspark. In ihm sind die Waldlandschaften aus 14 Regionen der Erde angelegt. Östlich des Silvaticums wird der Bach im Kurgebiet von Bad Meinberg zum Kurparksee aufgestaut. Nicht alle Wasservögel freuen sich über den Strom der Kurgäste am Ufer. Wenn es um den Schutz der Brut geht, erscheinen ihnen alte Damen besonders verdächtig. Nach diesem ersten Aufstau fließt die Werre in naturnahem Zustand durch das Kurgebiet. Gepflegte Anlagen empfangen den Besucher. Die Werre fließt hier parallel zur Kurpromenade. Der Kurpavillon befindet sich im Mittelpunkt der Parkanlagen. Hinter Bad Meinberg ist der Fluss erneut aufgestaut. Bei Wilberg wird eine Wassermühle betrieben. Vorbei an Schmedissen und Schönemark nähert die Werre sich dem Detmolder Stadtgebiet. Von den Brücken im Stadtgebiet von Detmold schaut man in malerische Winkel. Hier offenbart die Stadt ihren natürlichen Charme. Das bekannte Detmolder Museum liegt dicht am Schlosspark. An der Friedrichstraße spiegelt sich ein Einkaufszentrum im Fluss. Auf allen Gewässern des Ortes fühlen sich die Wasservögel wohl. Der Schlosspark liegt im Zentrum der Stadt. Der mächtige Hauptturm des Schlosses schaut weit hinaus ins Lipperland.
Nicht wenige Tier- und Pflanzenarten sind auf Abbruchkanten als Lebensraum angewiesen. Die Erle braucht für die Ausbreitung ihrer Samen vegetationsfreien Boden. Der Eisvogel baut in den steilen Kanten seine Bruthöhlen und die letzten Uferschwalben brüten in einer Steilwand am Werreufer. Im Stadtgebiet von Lage öffnet sich dem Blick eine besonders malerische Natur. Wasservögel aller Art bewohnen die Uferbänke. Beim Erreichen des Ortsteiles Schöttmar lohnt sich ein Blick auf das Schloss Stietenkroon. Das alte Rathaus von Bad Salzuflen vermittelt einen Eindruck von der Weserrenaissance. Westlich von Bad Salzuflen am Werler Feld mündet die von Lemgo kommende Bega in die Werre. Flüsse mit beruhigten Abschnitten sind wichtige Rückzugsgebiete für viele Wasservögel. Im Winter, wenn sie ihre nördlichen Brutplätze verlassen müssen, rasten auf der Werre Zwergtaucher, Reiherenten, Gänse, Kormorane und andere. Die Grünflächen werden bis zum Uferrand beweidet. Bäume und Sträucher können dort nicht aufkommen. Durch die fehlende Beschattung des Gewässers erwärmt sich dieses und kann weniger Sauerstoff aufnehmen. Die Selbstreinigung lässt stark nach. Ufergehölze aus Erlen und Weiden tragen also zu einer Verbesserung der Wasserqualität bei. Im Gebiet von Bad Salzuflen gibt es noch Landwirtschaft mit normaler Tierhaltung. Glücklich sind die Kühe, die hier dicht am Kurgebiet das Leben genießen dürfen. Die Werre hat bei einer Flussbreite von rund 5 bis 35 Metern eine Gesamtlänge von 71,9 Kilometern. Für die Flussschifffahrt ist sie auch in heutiger Zeit nicht geeignet. Am Stadtrand von Herford überquert die Autobahn A2 den Fluss. Die beiden Orte Salzuflen und Herford verbindend begleitet ein beliebter Wanderweg die Werre. Wir schauen hinüber zu den Gebäuden des Herforder Kanuclubs. Er wurde im Jahre 1928 gegründet.
Sein Programm war führend im Kanuwandern. Aber auch an sportlichen Leistungen fehlte es nicht. Bei der Olympiade 1936 in Berlin errang der Herforder Zweier-Rennkajak die Silbermedaille. Unter großer Beteiligung wurden die Sportler damals feierlich vom Bahnhof zum Bootshaus begleitet. Im Jahre 1972 errang eine Herforder Sportlerin in Rom mit dem Einer-Kajak die Goldmedaille. Das am Bergertor errichtete Wehr staut das Wasser der Werre auf. Es entsteht dadurch eine breite Wasserfläche mit geringer Fließgeschwindigkeit. Diese eignet sich hervorragend für Trainingsfahrten der Kanuten und auch für Wettfahrten der Drachenboote. Die Lippische Bahn überquert hier die Werre auf ihrer Fahrt nach Detmold. Ältere Herforder erinnern sich noch an Overbecks Badeanstalt. Sie lag gegenüber dem Otto-Weddigen-Ufer, dort, wo die Werre über das Wehr fließt und wo früher die Bo-Werre abzweigte. Damals konnte man in der Werre noch ein Bad nehmen, so sauber war das Wasser. Viele Herforder Kinder erlernten in der alten Badeanstalt das Schwimmen. Gleich neben der Badeanstalt gab es einen Bootsverleih. An schönen Sommertagen herrschte auf dem Wasser ein buntes, fröhliches Treiben. Das Hinkley-Ufer neben der Werre weckt Erinnerungen. Hier war bis 1966 die Trasse der Herforder Kleinbahn. Mit der elektrischen Bahn konnte man über Bad Salzuflen bis nach Flotow fahren und in der anderen Richtung über Enger und Spenge nach Wallenbrück gelangen. Schaut man heute auf das ruhig fließende Wasser, glaubt man kaum, dass es noch vor einigen Jahrzehnten des Öfteren Hochwasser gab. Bei einer der größten Hochwasserkatastrophen am 8. Februar 1946 stand die Herforder Innenstadt unter Wasser. Jetzt, im Jahre 2015, plant der Werre-Wasserverband bei Bad Salzuflen ein Hochwasserrückhaltebecken mit erheblichen Schutzwirkungen für die Stadt Herford. Die Werre war von 1811 bis 1813 Staatsgrenze zwischen Frankreich und dem Königreich Westfalen. Für viele Anreiter der Werre war diese Zeit sehr schwer. Die Bauern konnten ihre Äcker, welche plötzlich auf französischem Gebiet lagen, kaum bestellen. Sie mussten ihre
Feldfrüchte nachts heimlich nach Herford schmuggeln. Von der Hansabrücke schaut man genau auf den Zusammenfluss von Werre und Ahr. Der Fluss bildet hier die Grenze zwischen Herford und Hiddenhausen. An flachen Stellen konnten die Bauern noch vor wenigen Jahren mit Fuhrwerken durch den Fluss fahren. Dicht an der B239 liegt das große Klärwerk der Stadt Herford. Breit ist das Werretal bei Schweicheln-Bermbeck. Von Osten kommend mündet hier der Bramsche Bach in die Werre. Zwischen Herford und Bad Oeynhausen quert die Bundesautobahn 30 die Werre dreimal. Von Kirchlengern kommend fließt hier die Else in die Werre. Bis voraussichtlich 2016 werden durch den Bau der Nordumgehung von Bad Oeynhausen zwei neue Brücken über die Werre dazukommen. Viele Brücken überspannen das Werretal bei Obernbeek und Löhne. Die reizvolle Flusslandschaft bleibt dem Betrachter erhalten. Löhne ist bekannt als wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Im März 1945, kurz vor dem Ende des Krieges, erfolgte ein Luftangriff. Dabei wurde ein großer Teil des Ortsteiles Löhne Bahnhof zerstört. Den Ort Löhne verlassend erreicht die Werre Bad Oeynhausen. Sie ist dort durchschnittlich 25 Meter breit. Der Fluss ist ein besonders positives Element im Sielpark des Staatsbades. Der Park wurde im Jahr 2000 in die Landesgartenschau Aqua Magica einbezogen. Die Sielterrassen wurden früher auch gern Tanztempel genannt. Junge Leute trafen sich hier, aber auch Kurgäste nahmen an den Veranstaltungen teil. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts schwammen in der Werre Lachse, Hechte und Forellen. Jeder Werre-Anwohner fischte nicht nur zum eigenen Bedarf. Die Fischer lieferten ihren Fang an den Fischmarkt in Minden, der bereits im mittelalterlichen Westfalen überregional bekannt war. Die Werre nähert sich der Weser. Da erblickt man im Mündungsgebiet eine Bronzeplastik. Es handelt sich dabei um ein Denkmal, welches an die Flößer erinnern soll, welche auf der Weser ihre schwere Arbeit verrichteten. Vom Stadtwappen von Rehme kann man bereits den großen Fluss, die Weser, überblicken. In der Ferne ist die Porta Westfalica zu erkennen.